Ja, herzlich willkommen. Ich bin Sabrina Gundert. Heute möchte ich mit dir über Menstruation, dein inneres Wissen, deine Spiritualität, deine Kraft als Frau sprechen. Und ich merke, mir fällt dieses Video schwer. Es gibt Themen, über die kann ich ganz leicht reden. Vom Mut, den eigenen Weg zu gehen. Wie du die nächsten Schritte auf dem Weg gehst, Umgang mit Schwellenzeiten im Leben, all diese Dinge. Es sind Dinge, die mehr und mehr in den letzten Jahren und Jahrzehnten normal geworden sind. Normal darüber zu sprechen, über den eigenen Weg, über Zwischenzeiten. Aber dieses Thema Menstruation, was die Hälfte der Weltbevölkerung betrifft, ist weiterhin eins, was sehr in einer Tabu-Ecke ist. Im vergangenen Jahr sind sehr viele Bücher zum Thema erschienen, Bücher, die Frauen einen normalen, einen neuen, einen ermutigenden Zugang zum Thema Menstruation bieten. Und gleichzeitig stelle ich fest, dass es auch bei mir in den Seminaren, in den Ausbildungen immer noch so ein Thema mit einer Hemmschwelle ist. Wir hatten gerade am vergangenen Samstag ein Ausbildungsmodul hier. Und wir haben uns sehr mit dem weiblichen Zyklus beschäftigt, mit dem Thema Menstruation. Und das war das zweite Modul in der Ausbildung. Und beim ersten Modul hatte ich bereits darüber gesprochen, über so Themen wie, wie ist es einmal mit dem eigenen Blut zu malen, ein Bild zu malen. Und die meisten Frauen haben im Nachhinein geschrieben zwischen Modul 1 und 2, das konnte ich mir gar nicht vorstellen, wie eklig. Und dann haben das so gut wie alle ausprobiert und waren berührt, waren begeistert. Und ich habe für mich erlebt, diese Beschäftigung mit dem Thema Menstruation, mit dem Thema weibliche Blutung jeden Monat, birgt so viel in sich. Und ich möchte vor allem über die Kraft sprechen heute, die da drin verborgen liegt. Es ist so, dass wir Frauen uns meist in den Tagen während unserer Tage, vor unserer Tage, ja, falsch fühlen, zu langsam, zu sensibel. Wir können ja Sprüche kennen oder kennen sie wahrscheinlich alle wie, ah, die hat doch ihre Tage und hab dich nicht so und bist du schon wieder so nah am Wasser gebaut. Sätze, die uns andere sagen, Sätze, die wir uns selber sagen. Und so bekommen wir oft das Gefühl, nur wirklich zu funktionieren in dieser fruchtbaren Zeit, in den Tagen, in den ja, ein, zwei Wochen vor nach dem Eisprung, in dieser Zeit, wo wir funktionieren, wo wir agil sind, wo wir in Aktion sind. Und diese andere Hälfte des Zyklus, die Menstruationszeit mit der Blutung und die Zeit davor, diese Zeit PMS-Syndrom, Perämonstrum. Hey Monstro, ja Monstro, da kommt das Monster rein. Das war gar nicht so gemeint, aber es fühlt sich oft so an wie ein großes Monster. Das stimmt schon vom Wort prämenstruelles Syndrom, was für viele Frauen, ich bleibe jetzt mal gerade bei diesem Bild Monster, wirklich wie so ein riesiges Monster oft wirkt. Von da kommt etwas über mich in Form von Migräne, Unterleibsschmerzen, in Form von Stimmungen, wo ich das Gefühl habe, das bin nicht mehr ich. Dass wir das nicht haben wollen, dass wir diese Zeit vor der Menstruation nicht wollen und die Menstruation selbst meist auch nicht. In den meisten Werbungen für Binden, für Tampons werden Frauen dargestellt als, ah, oh, juppdi, hey, mir geht's gut, ich bin aktiv, ich mache Sport, nur diesen Tampon rein oder diese Binde nutzen und schon geht's mir super, schon bin ich aktiv. Und du wirst es von dir wissen oder wenn du mit anderen Frauen sprichst, die meisten lachen. Die meisten sagen aber vor allem auch, das stimmt nicht. Ich fühle mich nicht so. Aber ich bekomme durch die Werbung, ich bekomme dadurch, wie auch unsere Gesellschaft, unser Leben funktioniert, immer gleich funktionsfähig sein zu sollen, sein zu müssen, das Gefühl, dass etwas mit mir nicht stimmt. Dieses ganze Thema PMS, prämenstruelles Syndrom, all die Beschwerden, die damit zusammenhängen, können einerseits natürlich eine persönliche, körperliche Ursache haben, sehr aber auch ein Kollektiv, was da immer mit drin steckt oder mitschwingt. Themen wie Unterdrückung als Frauen, unrein gelten während der Menstruation, noch heute in anderen Ländern und gleichzeitig, wir können hier bei uns anfangen, dieses Tabuthema Menstruation.
All das wirkt damit. Wir können diese Phase zugleich, auch wenn wir uns mehr damit beschäftigen, kennenlernen als eine Zeit, in der wir gewillt sind, in der es uns leicht fällt, klare Schritte zu machen, vor allem klare Schnitte, im Sinne von Dinge ansprechen, Dinge durchschneiden, klar Schiff machen, da wie einen nächsten Schritt zu machen, dort, wo ein Schnitt ansteht, den du dir vorher vielleicht nicht zugetraut hast. Das wäre nochmal so ein Thema für sich. Und jetzt möchte ich aber vor allem auf diese Zeit der Blutung zu sprechen kommen. Meist erleben wir uns so, dass wir während dieser Zeit der Blutung nicht wirklich funktionsfähig sind, dass wir das Bedürfnis haben nach Rückzug, im Bett liegen, ausruhen, uns Zeit für uns nehmen. Und dieser Satz, dass Bluten selbst schon eine Tätigkeit ist, den ich mal in einem Online-Kurs von Josiane Hosner aus der Schweiz, die sich viel mit den Themen auch beschäftigt, gehört habe, der trägt so viel Wahres in sich. Dieses, es ist eine Tätigkeit in sich. Was mich gleichzeitig berührt, ist dieses, was ich auch immer wieder viel gehört und gelesen habe, wo ich aber lange nichts mit anfangen konnte, dieses, dass wir Frauen in der Zeit der Menstruation, in der Zeit sozusagen unseres inneren Winters, wenn wir es mit den Jahreszeiten vergleichen, so die Zeit, wo wir uns nach Rückzug sehnen, nach Innenschau, in unserer größten spirituellen Kraft sind. Dass es wohl auch früher und vielleicht bis heute in manchen Gegenden, Traditionen so war, dass man vor allem Frauen während der Menstruationszeit gefragt hat nach Ahnungen, die sie haben, Visionen, die sie haben und so weiter. Und wenn es dir mal möglich ist, oder das mal einfach zu erforschen, das kann in ganz kleinen Schritten sein, dir einen Raum zu schaffen für deine Blutungszeit. Ganz praktisch kann das so aussehen. Ich habe es hier mal gerade mitgebracht. Ich habe so ein, es ist einfach ein rotes Halstuch. Und ich habe so einen Altar für mich mit Kraftgegenständen, Ahnenbildern und anderem auf meiner Kommode im Schlafzimmer. Und während meiner Blutungszeit lege ich dieses rote Tuch da drauf und stelle eine rote Kerze hin. Und das erinnert mich daran, aha, ich befinde mich gerade in meiner Menstruationszeit. Das so als rein praktisches. Gleichzeitig als was ganz Praktisches zu gucken, dir immer wieder Räume zu nehmen für dich in dieser Zeit. Vielleicht ist es dir mal in einem Monat möglich, diesen Zyklus Tag 1, wo die Blutung einsetzt oder wo sie besonders stark ist, vielleicht ist das Tag 1, 2 für dich, dich mal ganz rauszunehmen aus allem, aus dem Alltagsgeschehen und wirklich Zeit mit dir zu verbringen. Im Bett zu liegen, auf dem Sofa zu sein, rauszugehen, zu schreiben, zu malen, alle Dinge, die dich in Verbindung bringen mit dir zu machen. Oder eben auch gar nichts zu machen, im Sinne von einfach sitzen, liegen, lauschen. Vielleicht ist es dir möglich, im Kleineren schon jetzt damit zu beginnen und dir wie ein Buch, ein Heft anzulegen, das Buch für deine Tage, wo du in dieser Zeit notierst, was träumst du, was für Ahnungen hast du, was für Bilder kommen, was für Visionen aufzumalen, zu schreiben, zu sammeln. Wie so ein Buch deiner Tage. Das kannst du zwischendurch machen, jederzeit. Vormittags, abends eine bestimmte Zeit während deiner Tage, je nachdem. Und vor allem auch immer wieder mal innezuhalten an diesen Tagen, zu schauen, wonach ist dir eigentlich gerade. Um dich so diesem Feld mal zu nähern und diese Aussage von, während unserer Menstruationszeit sind wir in unserer größten spirituellen Kraft. Meine größte körperliche Kraft erlebe ich so um die Zeit des Eisprungs. Größte geistige Kraft, der Kopf denkt klar, ich gehe nächste Schritte, ich bin aktiv im Tun. Das ist während der Menstruationszeit bei mir nicht so. Da bin ich nicht so auf, yeah, Leute treffen, Sachen umsetzen, rausgehen, sondern sehr dieses nach innen auf mich bezogen, wenn du das mit der Jahreszeit des Winters vergleichst und so diese Eisprungzeit, die Zeit da drum mit der Zeit von Frühling, Sommer, dann wird es ganz logisch. Im Frühling und Sommer haben wir Lust rauszugehen, im Winter ist uns nach Rückzug, Innenschau, sind wir eingeladen, nach innen zu schauen. Zu schauen, zu erahnen, zu lauschen, was will kommen im nächsten Frühling. So ist es auch in unserem Menstruationszyklus. Wir sind eingeladen, in dieser Menstruationszeit nach innen zu lauschen, zu schauen, was will kommen. Was war im letzten Zyklus, was will kommen im nächsten Zyklus. Du kannst jedes Einsetzen der nächsten Blutung nutzen für so eine Innenschau, für einen Rückblick auf deinen letzten Monat. Speziell jetzt das Thema spirituelle Kraft.
während der Menstruationszeit. Ich habe mich dann, nachdem ich mich immer gefragt habe, was meint das und wie kann ich das leben, mehr und mehr damit beschäftigt und habe festgestellt, diese Zeit ist einerseits wunderbar, um zurückzublicken auf das, was war, auch eine Ahnung vor allem zu bekommen auf das, was kommen wird. Und ich bin vor allem in dieser Zeit sehr verbunden mit meinem inneren Wissen, mit Himmel und Erde, mit dem, was ich in mir wahrnehme. Und ich erlebe es auch sehr wie so ein Angebundensein an ein inneres altes Wissen. Es ist wie so eine innere Aufrichtung, so ein Gefühl von in der Kraft der alten Weisen zu stehen, in der Kraft der Schamanen zu stehen, in der Kraft der Wissenden zu stehen, in der Kraft von der, die darum weiß, dass alles mit allem verbunden ist, dass wir Menschen alle miteinander verbunden sind, dass wir mit Tieren, Pflanzen, dass alles auf der Welt halt letztendlich verbunden ist, dieses Miteinander. Und die weiß, dass sie ein wesentlicher, wichtiger Bestandteil dieses Netzes ist, in das sie eingebunden ist. Sie immer wieder entscheidet, was webt sie hinein in dieses Netz, etwas Zerstörerisches, etwas Heilsames. Und es ist eine Zeit, in der ich sehr wahrnehmen kann, wo will es einerseits mit meiner Arbeit hingehen in den nächsten Wochen, im nächsten Zyklus, was für ein Projekt zeigt sich zum Beispiel, was für eine Vision, was will in die Umsetzung gehen. Es ist meist so, dass ich pro Zyklus mir wie ein Projekt nehme, was ich umsetze. Und ja, es ist gleichzeitig so eine Zeit, in der ich sehr gut bei mir sein kann, in der ich in Stille sein kann, in der ich sehr verbunden bin mit mir und vor allem diese Verbindung zu so einem inneren Wissen, was immer da ist, was mich einbindet nach oben, unten und zurück im Sinne von in eine Ahnenlinie, in eine Linie von Frauen, damit verbunden zu sein. Das ist etwas, von dem wir oft uns sehr entfernt haben, wenn für uns Menstruation vor allem bedeutet Unterleibsschmerzen, Kopfschmerzen, Tabletten nehmen, funktionsfähig sein, um zur Arbeit zu gehen und so weiter. Das können wir nicht unbedingt von heute auf morgen ändern. Wir können jedoch ändern, dass wir uns ein anderes Bewusstsein erschaffen, es zu uns nehmen, es ausprobieren, wenn du während deiner Tage, wenn du zur Arbeit gehst, ja, vielleicht wie eine Kette mitnimmst, ein rotes Tuch mitnimmst. Ich habe hier gerade heute eine Kette angezogen. Da ist, ich gucke mal, ob ich es dir zeigen kann, eine Frau in einer Spirale zu sehen. So dieser Weg nach innen, den wir immer wieder gehen, von innen nach außen, von außen nach innen. Und ich möchte dir mit diesem Video vor allem Mut machen, dieses von außen nach innen zu erforschen, mal zu gucken, was zeigt sich dir, wenn du nach innen gehst. Mal zu schauen, was zeigt sich, wenn du es wagst, einen neuen Blick auf das Thema Menstruation zu werfen. Auf das Thema weiblicher Zyklus, auf das Thema Bluten, auf das Zy ja, da kommt's schon, auf das Zyklische, letztendlich im Ganzen. Weil wenn du dich mit einer Menstruation beschäftigst, wenn du dich mit den inneren Jahreszeiten jeder Frau beschäftigst, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, die wir im Außen finden, in den Jahreszeiten, die wir in uns finden, dann kommst du letztendlich dahin, dass du anfängst, zyklischer zu leben, dass du weißt, was ist wann dran in deinem Monat, dass du weißt, was geht wann gut, was ist wann schwierig und dass du dich wie einerseits in deinen Zyklus einbettest, du weißt, was wann gut geht. Ich plane meine Arbeit soweit möglich, komplett nach dem weiblichen Zyklus. Also wenn ich meine Tage einsetze, schreibe ich auf, wann bin ich in welcher Zeit in den nächsten Wochen, wann setzt wieder die nächste Menstruation ein. Und wenn ich da schon einige Termine habe, dann schaue ich, wie kann ich mir die Tage möglichst entspannt gestalten, was kann ich für mich tun, Zeiten immer wieder einplanen für mich. Und vor allem fange ich an zu wissen, wann bin ich in welcher Kraft, wann fällt mir was leicht. Du beginnst also zyklischer mit dir zu leben, in deinem Zyklus. Das wird dich auch vielleicht dahin bringen, zyklischer zu leben mit der Natur, die auch diesem Rhythmus folgt. Insgesamt dein neues Bewusstsein für ein Eingebundensein zu bekommen. Und diese ganz konkrete Beschäftigung mit dem Thema Menstruation kann dich dabei unterstützen, einen neuen Blick, ein neues Verhältnis erstmal zu dir zu bekommen, zu deinem Zyklus, deinen Rhythmen. Und vielleicht auch ein neues Verhältnis zu etwas, wo du im Moment sagst, boah, das will ich nicht haben, das nervt, das ist eklig, das stört mich einfach nur.
ein neues Verhältnis zu bekommen zu etwas, worin vielleicht deine größte spirituelle Kraft liegt, dein größter Zugang zu dir, dein größter Zugang zu deinem inneren Wissen. Und lass dich ganz praktisch anfangen. Du kannst mal aufschreiben, beobachten, wahrnehmen, wann ist eigentlich dein Menstruationszyklus, Tag 1, Zyklus Tag 1 als der Tag, wo die Menstruation einsetzt. Also der erste Blutungstag, meist geht sie zwischen durchschnittlich 28 Tage, es kann aber auch einige Tage länger, einige Tage kürzer sein. Und so mal zu schauen, wann bist du eigentlich in welcher Zeit, in welcher Phase. Ich werde dir unter dem Video noch ein paar wertvolle Tipps und Links verlinken. Und vor allem mal zu schauen, ganz konkret während dieser Blutungszeit, was für einen Ort magst du dir schaffen, beispielsweise mit so einem Tuch, mit einer Figur, mit einer Kerze, was auch immer. Und vielleicht wirklich ein Heft anzulegen, ein schönes Heft, wo du während deiner Blutungszeit einfach mal aufschreibst, was für Visionen kommen dir, was für Bilder. Wo merkst du, da bist du mit deiner Kraft verbunden? Das kann schon ein paar Tage vor der einsetzenden Blutung beginnen. Da kann auch noch sehr so diese Kraft sein, von zu merken, wo willst du einen klaren Schnitt setzen. Und vor allem, wenn du dann immer mehr in die Tiefe, in dieses nach innen gehst, da zu schauen, auf die Träume zu achten, die sind oft sehr intensiv während der Menstruationszeit. Auf Ahnungen, auf Visionen, auf Bilder. Schreib das einfach mal auf in dein Heft. Du musst da erstmal gar nichts mitmachen. Es ist eher so ein Weg langsam zu dir zurück. Und mal zu gucken, was entdeckst du in dieser Menstruationszeit? Hinter all den vielleicht Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Unwohlsein, dem Gefühl nicht zu funktionieren, gibt es da noch etwas anderes? Gibt es da eine Kraft? Gibt es da einen Zugang zu dir? Und lass dich das mal aufschreiben, lass dich das mal erforschen. Und vielleicht entdeckst du so einen Weg zurück zu dir als Frau, zu deinen Rhythmen, zu deinen Zyklen, zu deiner Kraft, zu deiner Spiritualität, die ja dein Leben wieder in Zyklen einzubinden vermag und dein Leben vielleicht auch auf neue Weise ganz und rund machen mag. Ich wünsche dir eine gute Forscherinnenreise, ein gutes Ausprobieren und Erforschen und ja, hab eine gute Zeit und schön, dass du hier bist. Danke.